Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Car Mechanic Simulator 2018 mit mir, dem Party Pnyx, und wir machen einfach mal weiter ohne großes Vorwort. Wollen wir mal schauen, was wir hier so Schönes haben, ne? Das Fahrzeug geht nach der Zündung wieder aus. Hier haben wir nämlich beispielsweise keine Ersatzteilliste gegeben. Gut, das haben wir hier auch nicht. Hier schon. Da ist ein Kampagnenauftrag. Machen wir doch erstmal den hier oben, oder? John Cooper Works, den hatten wir zwar letztens schon mal. Er ist schon schick, aber wie ich schon gesagt habe, für mich zu klein. Hat einen schönen Motor drin. Heckklappe. Ach, suche ich die Heckklappe auf. Auch nicht schlecht. So. Fahren wir dich doch mal auf jeden Fall schon mal eine Etage höher. Und gucken mal, was muss denn hier alles gemacht werden? Das Fahrzeug geht nach der Zündung wieder aus. Irgendwas klopft unter der Motorhaube. Fahrwerk, Generalüberholung und laut beim Beschleunigen. Also laut beim Beschleunigen bin ich mir schon mal sicher, dass es da mit dem das mit dem Auspuff zusammenhängt. Ja, das Flammenrohr ist da kaputt. So. Woran liegt das denn, dass das Fahrzeug direkt nach dem Start wieder ausgeht? Also die Batterie könnte es ja eigentlich nicht sein, weil, sage ich ja, dann dürfte das Fahrzeug ja überhaupt gar nicht erst starten. Tja, was könnte es sein? Hier hinten habe ich schon geguckt, die Kraftstoffpumpe ist es dieses Mal nicht. Weil die, wie man hier sehen kann, sieht noch sehr gut aus. Na gut, dann werden wir uns da einfach mal durcharbeiten. Hier machen wir als erstes mal, würde ich vorschlagen, das Flammenrohr. Da können wir von hier unten noch irgendwas sehen. Nee, da sehe ich jetzt erstmal nichts. Aber auch nicht weiter schlimm, wir werden es schon noch rausfinden, Freunde. Aber das Flammenrohr RFA Typ B muss ersetzt werden. R4A Typ B. Komisch ist, dass das der einzige Auspuff ist und dass hier hinten gar nichts rausgeht, aber es ist ein Steam Workshop Ding. Da ist das jetzt mal okay. So, das haben wir nämlich schon mal erledigt. Kann man das irgendwie als erledigt markieren? Nee. Dann kümmern wir uns doch jetzt als allererstes mal um die Sachen, die hier kaputt sind, würde ich vorschlagen. Und natürlich an der Hinterachse. Fangen wir vorne an. Diesmal nicht mit Felge Corona. Ich kann es auch echt nicht mehr hören. Aber das Spiel sagt halt, so heißt das Ding. Gut, woher soll das Spiel wissen, dass da im Moment Corona das Unwort des Jahres ist. So, die Radnabe ist auf jeden Fall hinüber. Und auch hier oben der Stoßdämpfer ist hinüber. Da wollen wir nämlich gleich auch wieder mal gucken, was an dem Stoßdämpfer man möglicherweise noch benutzen könnte. Schwurstangenkopf ist auch noch gut. Oh, hier haben wir Gummilagerboxen, die auf jeden Fall ersetzt werden müssen. Zwei Stück haben wir da auf jeden Fall schon mal. Ich will jetzt mal gerade eine Sache gucken. Erlaubter Ersatzteilstand sind 87%. Gut, dass wir hier 88%ige haben. Kann ich die nämlich hier gleich mal einbauen. Perfekt. Und hier hinten auf der anderen Seite, was haben wir da? Da muss ich irgendwie noch an die Koppelstange drankommen, dass ich die abmache, damit ich den Stabilisator abnehmen kann. Das klappt. Ich brauche auch nur eine Spurstange, weil hier auf der Seite ist die Spurstange noch in Ordnung. Die Gummilagerbox ist auch noch gut. Oh, hier drüben habe ich sie vergessen abzunehmen.
So, und dann fangen wir doch mal an. Antriebswelle, Zwischenwelle, Typ A. Antriebswelle, Zwischenwelle, Typ A. Dann braucht man ja noch eine. Was war denn das jetzt hier? War die andere Antriebswelle an der Seite okay? Scheinbar schon. Na gut. Stabilisator VA Typ A und Lenkgetriebe. Stabilisator VA Typ A und ein Lenkgetriebe. Dann kann ich gleich zusätzlich noch eine Spurstange kaufen, weil die brauchen wir ja definitiv auch. Dann dürften wir aber auch alles haben, um hier zumindest die rechte Seite wieder komplett zu machen. Richtig, stimmt. Da haben wir noch. Die muss gar nicht ersetzt werden. Hervorragend. Das Lenkgetriebe und der. Oh, die sind beide noch auf 100% sogar. Nicht schlecht. Gut. Reifen wir auch wieder dran. Perfekt. So. Auf der Seite geht es jetzt weiter. Da muss ich ein bisschen was ersetzen. Achsschenkel VA Typ A, den brauche ich auf jeden Fall. Okay. Spursteinkopf hier. Ups. Haben wir ja noch. Gut. Ah ja, beim Stoßdämpfer wollte ich gucken. Okay, da brauchen wir ein neues. Da haben wir noch. Die Radnabe vor Abo aus neues. Okay. Der Stoßdämpfer. Das Domlager ist noch okay. Aber den Rest brauche ich neu. Hatte aber, glaube ich, aus der letzten Folge noch ein paar Ersatzteile übrig, weil der wollte das ja nicht so annehmen, ne? Kein McPherson. Feder habe ich und Domlager habe ich. Also brauche ich nur den McPherson. Ups. Jo, perfekt. Ist zwar nicht ganz neu, aber immer noch in dem erlaubten Ersatzteilzustand, den der Kunde haben will, ne? Weil er hat was gesagt, 87%. Hat er jetzt auch gekriegt. Na komm. So. Die Koppelstange kann dran, die war ja nicht kaputt. Aber das brauchen wir alles neu. Querlenker VA, unten Typ A und Radnabe VA. VA unten Typ A und Radnabe VA. Das haben wir gleich. Das passt hier ganz gut mit den ganzen alten Gummilagerbuchsen von den anderen Fahrzeugen. So, Bremssattel. Die Bremsen waren okay. Das ist gut. Und dann haben wir die Vorderachse auch schon mal erledigt. Kümmern wir uns um hinten. Da gibt es hier an der Seite ein bisschen was zu machen. Auf der anderen Seite nicht. Seite nicht, wie es mir scheint. Okay, dann haben wir hier das Problem. Nehmen wir doch trotzdem mal die Felge ab, das müssen wir doch sowieso wahrscheinlich machen. Aber hier auch noch sehen. Jo, die Radnabe ist komplett hinüber. Also müssen wir auch die Bremse wieder auseinandernehmen. So. Das Radlager ist hier hinten auch kaputt.
Stoßdämpfer muss erneuert werden. Oh, wo bin ich jetzt nach vorne gegangen? Die Koppelstange muss hier erneuert werden. Wieder Unterlage zumindest. Der Rest ist noch gut. So. Und die Gummilagerbuchse auf jeden Fall. Habe ich dann noch was Gebrauchtes? Ja, hier 99%. Was Gebrauchtes in Anführungsstrichen. Habe ich denn jetzt eigentlich alle Teile rausgefunden? Nein. 4 Stück fehlen noch. Ah, ja. Könnte hier oben vielleicht. Doch, die ist kaputt. Ist doch kaputt, oder? Ja. Vielleicht, ups, schon mal eine neue ein. Werden wahrscheinlich irgendwelche Gummilagerbuchsen hier noch irgendwo sein, hier drinne. Möglicherweise. Nee, die waren auch alle noch in Ordnung, aber hier die. Die sehen nicht mehr gut aus. Da haben wir die beiden. Jawohl. Jawohl, da haben wir sie doch. Oh, hier ist auch noch eine. Die habe ich gar nicht gesehen. Dann haben wir mal schnell eine neue dran. Eine neue gebrauchte. Muss der Kunde ja nicht wissen. Nehmen wir den da. Ich weiß nicht, ob das der war, den die vorher schon hatte. Aber wird dir schon nicht auffallen. So, Querlenker HA Typ A brauche ich und die Koppelstange. HA Typ A und die Koppelstange. HA. Also, ich muss ja sagen, man merkt schon, dass ich so langsam auch einige Sachen immer wieder wiederholen. Und ich glaube, dass du tatsächlich in diesem Spiel nur große Abwechslungen bekommst, wenn du hier vorne im Motorraum was machst. Natürlich hast du auch verschiedene Arten von Achsen. Nur die größten Unterschiede sind wahrscheinlich hier am Motor dann später zu merken. Oder im Allgemeinen zu merken. Ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht doch möglicherweise recht schnell langweilig werden könnte, theoretisch. Wir werden sehen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall alle Kampagnenmissionen zu spielen. Und dann auch noch ein bisschen was mit eigenen Autos zu machen. Ob ich bis da zum Schluss durchhalte, ist jetzt eine andere Frage. Aber sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich möchte euch da nichts versprechen, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel. Es kommt halt auch immer ganz drauf an, wie viel Zeit ich habe. Es könnte halt sein, dass irgendwann wieder Folgen ein bisschen unregelmäßiger kommen, weil ich halt eben einfach keine Zeit habe zum Aufnehmen. Jedoch habe ich jetzt erstmal ein paar Folgen oder bin dabei, ein paar Folgen vorzuproduzieren, damit ich was für euch habe. Aber ob das jetzt immer jeden Tag kommen kann, das weiß ich noch nicht. So, jetzt haben wir nur noch was im Motorraum. Da klopft irgendwas. So, das war. Fahrzeug geht natürlich wieder aus und irgendwas klopft unter der Motorhaube. Wie sieht's das denn aus mit dem Luftfilter hier? Der ist noch gut. Das ist auch noch gut. Hm.
Kann ich doch das hier schon mal theoretisch wieder dran setzen. Ist schade. Hätte ja sein können, dass man so direkt den Fehler schon findet, ne? Na gut. Dann ist es vielleicht doch eher... Oh, natürlich nicht. Will natürlich abbauen. Vielleicht liegt dann doch eher der Fehler hier drunter irgendwo. Das finde ich jetzt mal schön. Da musst du jetzt mal wirklich im Motor rausfinden. Ah, hier ist schon mal was. Nockenwellenlagerdeckel. Eine Sache hier schon mal rausgefunden. Nockenwellenlagerdeckel R4B. Nockenwellenlagerdeckel R4B. Uiuiui. Sind Kerzen vielleicht? Nee, Zündkerzen sind noch gut. Okay, machen wir mal hier die ganzen Nockenwellenlagerdeckel ab. Obwohl die Nockenwellen eigentlich auch noch gut aussehen. Aber es könnte ja sein, dass es da drunter an den Kolben irgendwas zu tun gibt. Wo ich noch nicht geguckt habe, ist hier an der Seite. Wie sieht es denn hier aus? Bevor ich da oben alles auseinandernehme, gucken wir doch mal hier rein. Wie es hier drunter ausschaut. Ah, hier haben wir auf jeden Fall was. Das ist eine Umlenkrolle Typ A, die auf jeden Fall ersetzt werden muss. Aber es war immer noch nicht... Hätte ja sein können, dass bei beiden Aufgaben das gleiche... gesucht wird, ist aber leider nicht der Fall. Das heißt, wir werden noch weiter suchen müssen. Auf der Seite sah es mir jetzt nicht so aus, als ob da noch was ist. Dann gucke ich jetzt doch noch mal da drunter mit den Kolben. Freunde, wir werden es finden. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber wir werden es finden. Ich überlege gerade, vielleicht ist das auch das Gerät hier. So. Ich hab gerade was gesehen. Da ist was. Hier! Ah! Einspritzdüse R4B! Ah! Okay, haben es gefunden. Einspritzdüse R4B. Ein bisschen versteckt. Das ist doch schön. Können wir die ersetzen? Kann ich die Drosselklappe auch wieder drauf machen? Und wieder alles zusammenbauen. Dann sind wir nämlich jetzt fertig, quasi. Weil dann haben wir ja alle Fehler wirklich gefunden. Aber das ist ja diese Einspritzdüsen da an der Seite, die waren wirklich versteckt. Liegen so schön da drunter. Ich wollte das Teil hier zwar gerade den Ansaugkrümmer abbauen, dann hätte ich es wahrscheinlich direkt gesehen. So habe ich es halt nur im Augenwinkel ganz kurz gesehen, wo ich da die Drosselklappe abbauen wollte. Ey, warum geht es nicht? Aber das ist schön zu suchen, sowas. Das macht Spaß. Also mir macht es riesigen Spaß. Beim Fahrwerk ist es ja immer eigentlich recht offensichtlich, ne? Da siehst du halt alles schon, die Teile, die kaputt sind. Interessant wäre es halt wirklich bei dem Spiel, wenn du tatsächlich die Möglichkeit hättest, irgendwie zu sagen, rein optisch siehst du das nicht an den Teilen, wenn die nicht gerade richtig zerstört sind, sondern dass du halt wirklich mit einem Diagnosegerät da rangehen musst oder dann halt wirklich selber die Teile auseinandernehmen musst und guckst, okay, es kann dir ja durchaus hier oben angezeigt werden, wie viel Prozent, wie viel Gesundheitszustand sozusagen das Teil noch hat. Aber das wäre schon cool, wenn du das halt wirklich, oder mit so einem Diagnosegerät, wie auch immer,
selber rausfinden müsstest und dass das dann halt bei solchen offensichtlichen Stellen wie hier, das halt eben mit dem Lenkgetriebe und sowas alles, wenn das nicht so offensichtlich wäre. Vielleicht gibt es da auch eine Mod für, ich habe da diesbezüglich nichts gefunden, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt, ich weiß es nicht. Habe ich jetzt alles wieder zusammengebaut? Das ist die große Frage. Gucken wir doch mal. Gibt gutes Geld auf jeden Fall. Auftrag beenden. Ja, ich habe alles. Und hier, wir haben wieder eine Scheunenkarte gekriegt. Haben wir den vergessen, irgendwo einzubauen? Weil der neu ist, quasi. Keine Ahnung. Egal. Machen wir weiter. Oh, wir sind schon bei 21 Minuten der Folge, aber wir machen auf jeden Fall noch den Bold Chapman. Der Kunde ist der Herr J. Wirt. Guten Tag. Ich hatte einen kleinen Unfall auf der Schnellstraße. Ein LKW hat mich von der Straße gedrängt. Ich weiß, das Auto ist in einem wirklich bescheidenen Zustand, aber ich habe zurzeit kein Geld für einen neuen Wagen. Mir ist erstmal wichtig, dass die Karre wieder fährt. Ich hoffe ja, dass ich in ein paar Monaten Geld für ein anderes Auto habe. Mal gucken, wie viel die Reparatur kostet, ob du dir dafür nicht lieber einen Neuwagen hättest holen können. Also hier ist auf jeden Fall... Ach du Heiland. Scheinwerfer rechts, Tür... Wie heißt der? Walt Chapman. Chapman, das erinnert mich an die Netflix-Serie Orange is the New Black. Da ist die Hauptperson auch Chapman. So, hinten rechts und vorne rechts. Nur so als kleine Randnotiz zum Thema Chapman. So, Kotflügel vorn rechts und die Türscheiben rechts, ne? Und der Außenspiegel. Außenspiegel rechts, Türscheibe hinten rechts, vorn rechts und der Scheinwerfer rechts. Und der Kotflügel vorn rechts natürlich. Und rein damit. Damit dürfte ich doch die Karosserie wieder instand gesetzt haben, komplett. Na ja, perfekt. Und jetzt ist halt noch ein bisschen was anderes an diesem Fahrzeug kaputt. Und das werden wir auch rausfinden. Also gefunden habe ich jetzt schon mal die Felgen und wahrscheinlich die Reifen. Die sind auch nicht mehr gut. Ist denn auch was im Motorraum kaputt? Gut da ist. Ja, bei dem Fahrzeug ist es eigentlich auch schwer rauszufinden, was jetzt genau alles kaputt ist, weil das ist einfach alles kaputt. Was ist denn der erlaubte Zustand? Scheiße. Der Kühler noch gut, der Kühler sieht noch gut aus. Ja. Also, der Kühler sieht natürlich nicht noch gut aus, aber für die Quest reicht er noch. So. Wollen wir doch mal gucken, ob der Reifen gleich mit neu muss. Oder ob es nur die Felge ist. Aber ich würde sagen, da muss wahrscheinlich der Reifen auch neu. Nee, tatsächlich nur die Felge. Felge Chapman. Passend zum Wagen. Okay. Die Bremsen sehen schlecht aus. Ist halt wieder alles auf der rechten Seite, ne? Der wird wahrscheinlich noch gut sein. Das ist kaputt. Kümmern wir uns aber erstmal um die Felgen. Hier sieht es einigermaßen gut aus. Reifen abziehen. Ist das bei beiden jetzt das gleiche gewesen? Oh, hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Ah, oh, ne.
Felge Chapman 15 Zoll. Auch 15. So, dann kann ich das hier schon mal. Ach. Dann kann ich die schon mal kaufen. Chapman 2 Stück 15 Zoll. Reifen ist zwar viel zu alt für die Felge, viel zu runtergekommen, aber er hat ja nicht viel Geld, hat er gesagt, ne? Nur, der ist blank, hat aber jetzt schon Reparaturkosten ohne Abschlussprämie von 2300, ne? Und ich habe nur die Karosserie bisher gemacht. Ach so, klar, die müssen ja auch. Ach komm. Ausgebuchtet werden, das habe ich schon wieder vergessen. Fangen wir doch hier schon mal an. Machen die Bremstrommel mal weg, bei dir ist auf jeden Fall hinüber und die Scheckachse wahrscheinlich auch. Ja. Bremsbacken gehen noch, der Radbremszylinder geht auch noch, das Ding geht auch noch. Der Achsschenkel ist definitiv kaputt und das hier wird noch kaputt sein. So, da muss ich erst wieder die Gummilagerbuchse rausnehmen. Der Ersatzteilzustand muss hier wieder 100% betragen. Ne? Zwei Jahren, genau, das war ein Karriere- oder Kampagnenauftrag. So. Längslenker HA kurz und Achsschenkel HA Typ B. Achsschenkel HA Typ B. Und Längslenker HA kurz. Habe ich denn jetzt eigentlich noch Gummilager? Ja, hab noch eine. 100%. Perfekt. Die ging noch. Befestigungsplatte und zwei Befestigungsbügel. Ich hoffe, das ist hier tatsächlich alles gewesen. Und ich muss dann nicht nochmal die Dinge auseinanderbauen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wie die Dinge hier auf der anderen Seite aussehen. Vielleicht auch neu müssen, aber es scheint wie gesagt tatsächlich nur die rechte Seite zu sein. Macht ja auch Sinn, wenn er dort vom LKW getroffen wurde. Das ist die eine Seite. Oh, Steckachse HA, natürlich. Dass die eine Seite ramponierter ist als die andere. Die Bremsbacken waren gut, die Bremstrommel war hinüber, genau. Ja, super, perfekt. Müsste ja jetzt eigentlich gehen, genau. Sich. Das, was ich schon rausgefunden habe, habe ich alles neu gemacht. Perfekt. Die Karosserie ist auch neu. Das heißt, wir können uns jetzt hier um die Vorderachse kümmern, was hier alles kaputt ist. So ziemlich alles, ne? Radlager war nicht. Die Radnabe sieht auch noch gut aus. Das ist kaputt. Der Querlenker hier oben ist definitiv kaputt. Aber auch nur der Querlenker. Koppelstange ist kaputt. Ah, die Seite ist schon echt hart ramponiert. Das wird wahrscheinlich gehen. Das Teil geht wahrscheinlich auch. Sieht hier aus, ist es auch nur das Teil selber.
Haben wir denn jetzt alles rausgefunden? Ja, wir haben alles rausgefunden. Sehr gut. Womit fangen wir an? Mit der Spurstange, dem Spurstangenkopf und dem Achsschenkel VA Typ C. Achsschenkel VA Typ. Da. Spurstange und Spurstangenkopf. So. Querlenker HA Typ A und Querlenker VA unten Typ B. Querlenker unten Typ B und Querlenker Typ A. AG in 46er, die war nämlich auch da drinne. Dafür brauche ich keine neuen. So. Koppelstange VA Typ B muss neu und das Hitzeschutzblech 3 Laufscheibenbremse VA. Hitze. Das. Die Radnabe kann wieder dran. Radlager war noch gut. Die Bremsscheibe muss neu. Gut. Aber jetzt gehen wir uns erstmal um die Feder kümmern. Ja gut, da ist alles hinüber. Doppelquerlenker. Und die Feder. Einmal Domlager und die Feder selber. Können wir das zusammensetzen und haben einen schönen neuen Stoßdämpfer. Der Wagen sieht sehr geflickt aus jetzt. Radnabendecke und innen belüftet. Und eine Bremsscheibe innen belüftet. Die waren kaputt, ne? Der Bremssattel war auch kaputt. Und der Bremskolben war in Ordnung, ne? Oder wie der heißt. Heißt der Bremskolben? Ja, ne? Den musste ich, glaube ich, auch noch nie... Bremskolben, ja. Den musste ich, glaube ich, auch noch nie neu kaufen. Und die Felge drauf, die neue. Sehr gut. Müsste alles fertig sein, ne? Ja. $7,400. Also ich würde mal behaupten, davon kann der sich auch ein anderes Auto kaufen, was nicht kaputt ist. Aber... seine Entscheidung, ne? So, wir sind im Level aufgestiegen. Wir können einen Fähigkeitspunkt irgendwo ansetzen. Dann würde ich jetzt einfach mal so sagen, Reparaturerfolg bis 55%, weil sonst nichts anderes Tolles dabei ist. Im Endeffekt werden wir wahrscheinlich sowieso alles bekommen. Es sei denn, man kann ab Stufe 50 nicht mehr, ja, aber selbst dann wahrscheinlich kriegt man alles hin. Jo. So. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Der Kampagnenauftrag ging doch schneller als erwartet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst vielleicht ein Abo da. Teilt das Video, wie ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Es würde mich sehr freuen, wenn wir wieder Car Mechanic Simulator 2018 spielen. Bis dahin, ciao!